So, YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen. Ja, es geht los mit Work and Resources und der Öl auf dem Weltmarkt sinkt. Guck mal an. Die Polizei ist immer noch nicht fertig. Prozent. 98% und das ist erst die Grundsteinlegung. Und ihr seht, hier habe ich noch was gemacht. Ich muss ihn abreißen. Wir haben vergessen, die Straßenladestation anzuschließen an den Laden. Das heißt, wir haben uns überlegt in der Pause. Hier ist der Laden und was habe ich noch gemacht? Wir haben hier Wege gebaut, weil wir ja Kies haben. Konnte ich die Wege aus Kies bauen und jetzt kommen die Leute von hier auch dahin. Das heißt, wir haben gar keine Probleme gerade mehr. Außerdem haben wir ein bisschen die Verkäuferanzahl reduziert, sodass mehr Arbeiter hier warten, sodass hier mehr Arbeiter drin sind, sodass mehr Kleidung produziert wird. Und wir gucken mal auf den Import. Wir sind das erste Mal im grünen Bereich beim Export-Import. 197 zwar nur im Plus, aber wir sind im Plus und das über 2 Millionen. Das ist ein gutes Zeichen. Das Einzige, was reinhaut, sind noch die ausländischen Arbeitskräfte. Und wir sehen, im letzten Monat haben wir für 22.000 Kleidung exportiert und für 23.000 Sachen importiert. Das ist schon gut. Die ausländischen Arbeitskräfte mit 6.400 haben es dann komplett runtergezogen. Da wir aber immer weniger importieren gerade, weil wir effizienter werden, je mehr Arbeiter wir haben, und hier arbeiten ja noch nicht so viele drin, wird das durchaus positiv werden. Genau. Oh! Hä? Ach, die ist schon fertig! Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das reicht erstmal. Ich dachte, das war nur die Grundsteinlegung. Guck mal! Ja, stoßet an! Prost auf die neue Polizei! Da muss man mal einen trinken. Sieht gut aus. Gefällt mir. Das ist ein EU-Gebäude. Die haben einfach das, die Textur mit Label übernommen von heute. Okay. Das heißt, wir haben jetzt auch eine Polizei. Aber was fehlt der Polizei? Erstmal ein bisschen von den Sachen hier hinten. Da haben wir diesen kleinen. Ja, er ist halt nicht der Beste. Eventuell müssen wir da zwei Fahrzeuge mal kaufen oder eins. Ein Öltank. Gesamtkapazität. Also wir haben den hier gerade. Der schafft 3,6 Tonnen. Vielleicht den hier als Nachfolger. 8 Tonnen. Aber in der Innenstadt will ich eigentlich eher so einen hübscheren fahren haben. Dass der nur 5 Meter hat, kann ich nicht glauben. 5 Meter ohne Anhänger. Ja. Aber hier müsste noch dran stehen, wie lange er mit Anhänger wäre. Das ist ein Problem. Der hier ist ganz klein, nicht? 6 Meter, 5 Tonnen. Würde aber nicht reichen. In der Stadt kann man nicht so viel fahren, da reicht doch das. 6.000 ist ein guter Preis, den nehmen wir. Der kommt mit auf die Route von dem Tank. Und dann können wir nämlich sagen, das Krankenhaus kriegt 20. Ich glaube, das muss auch nicht so oft fahren. Nach dem Krankenhaus. Wartet, wir gehen mal auf die Route. Das wäre vielleicht sinnvoller. Ich gehe mal hier auf. Kann ich auf Abbrechen gehen? Nee, kann ich nicht mehr. Wartet, dann müssen wir hier nach dem Krankenhaus das einfügen. Und was haben wir noch gesagt? Beladen vom einen. Wir haben das auf 20 gesetzt. Dann fügt er die Route wieder zusammen. Larry will nicht mehr auf der Tonspur auf den Chat eingehen. Müssen wir ihn halt wieder mit DTS nerven. Zwinker Smiley.
Dafür ist TTS da, nicht wahr? Aber ich habe ja geantwortet. Es ist halt kein Counter. Ja, wer wissen will, worum es geht, muss in Twitch einschalten. So, ich muss kurz schreiben. Und jetzt müssen wir gucken, wie die Route ist. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 3, 4. Ist eigentlich schlecht, oder? Da er eh nach hinten fahren muss. Sollten wir die Route ändern von den beiden. Und zwar sollten die nicht dahin fahren, sondern die sollten erst zur Feuerwache und nach der Feuerwache dahin fahren. Und dann sich entladen. Damit. Die Polizei fährt relativ viel rum gegenüber der Feuerwache und dem Krankenhaus. Dann machen wir 30, 60, 70, 80. Die Kiesgrube braucht noch weniger, 90, 100. Und dann passt das. Dann fahren auf der Linie zwei Fahrzeuge und sind versorgt. Dann brauchen wir noch ein paar Polizeiautos. Und da gibt es nicht so viele. Die von Ostdeutschland gefallen mir halt halb. Die hier finde ich eigentlich nicht so schön. Die werden bis 93 produziert. Die werden am längsten produziert. Und die sind auch am günstigsten. Komm. Wir gönnen der Polizei mal 6 Dinger gleich. Wir sind gönnerhaft. Dann können nämlich die ganzen hier rumfahren und die Verbrechen aufklären. Das Problem ist, jetzt haben wir zwar Treibstoff und wir haben Polizeibeamte, die hier drin die Leute verhaften. Das ist immer noch nicht ganz abgerissen. Okay. Noch ein bisschen Bauschutt fehlt. Aber was haben wir nicht? Ein Gericht. Richtig. Das heißt, eigentlich brauchen wir ein Gerichtsgebäude. Das kleine, das große ist, glaube ich, zu groß. Ich habe kein... Doch, achso, nee, ich habe kein anderes Gerichtsgebäude. Das kleine ist eigentlich okay. Warte mal, könnte das kleine hier hin? Ah, es wäre zu eng, oder? Das könnte genau hier hinpassen. Das könnte gut werden. Wir können ja schon mal die Wege hier abreißen. Oh. Den müssen wir erstmal noch lassen, sonst können die das nicht abreißen. So, jetzt ist es weg. Sehr gut. Genau im richtigen Augenblick, jetzt wo wir über Gefängnisse nachreden. Wir haben auch gerade über Handys geredet. Was habt ihr denn so für Handys? Also, ich muss sagen, ich bin ja nicht so der Handy-Fan, also gerade das Tippen, ich hätte gerne so ein BlackBerry oder so zurück. Das wäre was. Also ich bin echt traurig, dass es die nicht gibt. Auf dem BlackBerry, ich habe so viel damit geschrieben. Ich habe E-Mails im Sekundentakt damals geschrieben. Das ging so gut, ich habe mich null vertippt. Dieser kleine Sensor in der Mitte, der war so präzise. Die Tastatur war so genau. Auf Touchscreens, ich komme immer anscheinend mit meiner Fingerkuppe, wenn ich so tippe, will ich hier tippen, aber ich komme hier mit auf. Und das kriege ich nicht im Kopf hin. Ich will doch damit tippen und er erwischt es da. Also drücke ich immer den Buchstaben, der rechts daneben ist. Es ist einfach für mich nicht das richtige Gerät um meine Finger. Und dann drücke ich ja mit der Kuppe und dann erwische ich 3 Tasten und da ich die andere eine Millisekunde zu früh erwische, anstatt ein Leerzeichen ist immer ein V bei mir, anstatt irgendwas ist immer ein D dazwischen. Es nervt einfach tierisch. Deswegen benutze ich Handys so gut wie gar nicht. Wenn mir jemand was am Handy schreibt, dann brauche ich eigentlich keine Antwort erwarten. Weil ich es einfach nicht mag. Es macht einfach keinen Spaß. Ich finde, das ist mit die schlechteste Erfindung, die sich durchgesetzt hat, ein Touchscreen für die Eingabe. Es gab so viele gute Systeme, die viel mehr Relevanz hatten und leider am Markt nicht Bestand hatten, weil, warum auch immer, Lobbyismus oder Menschen komisch sind.
Mich nervt die schräge Straße. Die geht natürlich nicht anders. Dadurch, dass hier dieser Weg dran ist. Aber wir könnten das echt so machen. Das geht noch. Ah, hier ist... Das werde ich auch nicht anders hinkriegen, oder? Und hier gar nicht. Ich will mich jetzt entscheiden. Aber gut, zum Gericht. Dann kriege ich hier die Straße nicht ordentlich hin. Aber hier hinten ist auch eigentlich nicht so wichtig. Ich meine, die laufen nach hier hinten durch. Oder hier hinten lang. Aber das hier wäre wichtig, dass das Gefängnis an der Bushaltestelle dran ist. Vielleicht machen wir das hier lieber weg. Jetzt geht das Gezuppel los, ne? Jetzt müssen wir mehr überlegen. Ah, da waren auch Anschlusspunkte. Ich vergesse manchmal die Anschlusspunkte, die hier zwischen sind, wegzunehmen, die einfach übrig bleiben. Und guck mal, wie gut das aussieht, wenn das schon überall Kiesstraßen sind. Das ist doch wesentlich besser, oder? Das hat doch was. Dann werden wir mal den Rest hier auch noch bekiesen. Und dann haben wir eine wunderschöne Anbindung, hoffentlich an alles. Oh, habe ich was übersehen? Das kriegt. Und hier nach drüben können wir auch gehen. Oh, das ist nicht mehr angebunden. An sich ja nicht wichtig. Aber falls es brennen sollte, ist es blöd. Deswegen bauen wir das mal gleich mit. Die hier brauchen nicht unbedingt. Du kannst noch kriegen, du kannst noch kriegen. Sehr schön. Und ja, den Weg lassen wir erstmal nicht, weil hier die Leute vielleicht drüber laufen noch. Wunderbar. Warum baust du das nicht auf die leere Wiese, das Gericht? Naja, weil ich sonst nichts mit dem Platz hier anfangen könnte. Und das Einzige, was hier reinpasst, wäre das kleine Gericht. Und warum sollte ich das dann nicht machen, wenn das hier reinpasst? Nicht wahr? Weil ich hätte echt sonst nichts, was hier rein könnte. So, und wenn wir es so drehen... Dann kriegen wir es sogar, glaube ich, da angebunden. Und dann können wir hier unsere Straße nämlich weiterziehen. Das hier hat einen sehr großen Abstand zu der Straße. Das ist ein bisschen problematisch. Das gefällt mir nicht so. Aber das werden wir nicht besser hinkriegen, denke ich. Und die Straße ist halt krumm und schief. Und viel zu weit weg vom Gebäude. Das war halt anders geplant, die Ecke hier. Aber dadurch, dass ich jetzt den Laden da nicht habe, ist die ganze Ecke sowieso anders zu planen. Na. So, viel besser. Dann können wir nämlich auch vielleicht so... Ich weiß nicht, ob ich auf der anderen Seite halt noch ein Gebäude hinsetzen möchte. Eigentlich eher nicht. Aber so gefällt mir das doch schon deutlich besser. Ja, guck mal. Ja, doch. So. So. Wunderbar. Ich meine, später gibt es auch Straßen, die haben Fußwege noch. Nicht? Also eigentlich sind die Fußwege, die ich hier baue, komplett Banane. Die brauchst du eigentlich gar nicht bauen. Ich baue sie nur, weil ich finde, dass weniger Leute über die Straße oder an der Straße laufen, irgendwie
ja, irgendwie besser aussieht. Außerdem, apropos besser aussehen, wir können noch Bäume setzen. Wir haben noch gar keine Bäume gesetzt. Wir könnten hier so eine schöne Palmenstraße machen. Zum Beispiel versuchen wir das mal hier. So, da haben wir zwei Palmen. Eins und dann machen wir alle drei, nicht? Das heißt, wo machen wir die nächste Palme? Machen wir da eine hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Würde nicht passen. Okay, können wir nochmal wegnehmen. Ich versuche mal, das UI so ein bisschen als Lineal mitzuverwenden. Indem man da abzählt. Gute Nacht, Lytro. Schlaf schön. Gute Nacht allerseits. Aber warum das TTS manchmal so knatscht, das muss ich auf jeden Fall noch herausfinden. Und warum es doppelt ist, wenn jemand zappt. Passiert nicht oft, aber ist ja trotzdem nervig. Ich krieg das ja eigentlich direkt an die Straße angeglichen. Okay, müssen wir so ein bisschen machen. Also wenn ich hier eins hin mache. Okay, klappt nicht. Okay, geht nicht, weil ich den Boden gerade, glaube ich, kaputt gemacht habe. Okay, dann müssen wir warten, bis der sich regeneriert. Wow. Ja. Ich kann gerade keine Bäume da setzen. Dann versuchen wir es auf der Seite nochmal. So, also ein Baum hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So. Hier machen wir zwei hin, hier machen wir einen hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mit dem, 8, 9, 10. 10, 10 durch irgendwas. 3, 2, Und warum bist du schneller als das TTS? Na, weil ich es schneller lese. Das ist doch wohl eindeutig, dass ich das schneller lese. Wir können ja alle zwei das machen. Das heißt, hier, da, hier und da. So, können wir die jetzt auch hier schon wieder hinsetzen? Ne, ist noch nicht renaturiert. Hier an die Kante dann nur eine. Da haben wir hier so eine schöne Palmstraße. Und apropos schöne Palmstraße, was fehlt dir? Wir haben ja die anderen Sachen schon fertig. Dann können wir jetzt die anderen Wege auch noch bebauen. So. Was haben wir noch? Das geht nämlich ratzifatzi, nicht? Wenn man selber den Dings herstellt... den Kies, dann kann man halt ganz schnell alles umwandeln. Oh. War hier irgendwo ein Anschluss? Ja, da und da. Die sieht man nämlich dann auch besser. Aber jetzt sehe ich die ganzen Sachen nicht. So. Und das sieht auch ein bisschen besser aus, nicht wahr? Also finde ich zumindest. Ich mag die Kieswege eigentlich am meisten vom Style her. Kann auch noch hin. Ich ja die ganze Zeit irgendwie Krankenwagen oder... Ja, Krankenwagen. Okay. Auch noch. Ah, die kleinen Wege, die können wir halt auch nach und nach mitmachen. Da ist noch einer. Ah, der geht zwischen den Palmen durch. Das ist okay. Aktuell nutzen die den Weg. Den lassen wir ihnen mal.
Ah, guck mal, leichte Kriminalität, mittlere Kriminalität. Aber fehlende Polizeibeamte, das ist nicht gut. Wir haben nicht mehr viele Leute, die gebildet sind. Doch, 101. Also an sich genug. Da müssen wir hier auf jeden Fall vielleicht eine Reichensiedlung hinbauen. Das wäre doch was, oder? Also wir wollen eh hier einen Laden hinsetzen. Dann haben die auf jeden Fall erstmal Nahrung. Und ich glaube, das Gute wäre, wenn wir... Wo ist es? Wir nehmen eine Straßenladestation. Die kleine Zweier. Nee, das ist nicht die Zweier. Doch, das ist die Zweier. Boah. So riesig ist die Zweier. Ist klar. Spiegeln. So vielleicht. Und davor dann den Laden. Lebensmittelladen, nicht? Das reicht völlig. So. Und spiegeln. Guck mal. Das passt. Wie Faust auf Auge. Jetzt müssen wir es nur noch miteinander anknüppern. Ah. Okay, der Bogen passt ihm hier nicht. Scheiße. Scheiße. Und hallo Starkwood. Was ist gut für einen Start? Gestern Holz probiert, also Bretter waren nett dolle. Wächst das heute automatisch nach? Nein. Das kannst du aber erforschen. Also eventuell ja, je nachdem, wie du dein Spiel eingestellt hast. Aber Holz nachpflanzen ist ja gratis. Das kannst du die ganze Zeit hier drüber einfach selber pinseln, nicht? Und dann kannst du dir deine eigenen Wälder machen. Ganz früh habe ich Öl gemacht direkt, aber jetzt ist ja alles hinter Forschung. Öl ist nicht hinter Forschung, aber das ist eine gute Sache. Ich habe mir hier ein Ölfeld hingemalt und Öl kannst du durchaus exportieren. Wir sind selber beim Experimentieren noch. Wichtiger Hinweis an dich. Die Sachen, die hier stehen, nur die kannst du exportieren. Ja, ich habe versucht, Beton zu exportieren. Es geht ja nicht. Das heißt, nur die Sachen, die hier sind, kann man auch exportieren. Oder auch, ja, importieren kannst du auch die anderen, aber exportieren kannst du halt nur das. Was zum Beispiel auch Asphalt rausnimmt oder andere Sachen, die vielleicht relativ viel bringen. Und wenn man sich dann mal auf die Weltwirtschaft guckt, dann musst du so ein bisschen drauf achten, was hat einen hohen Verkaufswert. Jetzt ist so die Sache, am Anfang hast du halt wirklich nicht viel, das haben wir gestern durchgenommen. Du hast halt Alkohol, kannst du herstellen am Anfang. Du kannst herstellen Bretter, ja, Bruchstein, Essen, Fleisch, Eisen, wenn man es genau nimmt, Holz, Kies, Kleidung, Kohle, wenn du Glück hast halt, oder das baust, aber da brauchst du viele Arbeiter, Pflanzen, theoretisch Sondermüll, Stoff, Strom theoretisch und Öl und Ziegel, Wasser, Vieh, ne? So eine Sachen. Zement vielleicht noch, aber ich weiß, Zement taucht hier glaube ich nicht zum Export auf. Doch, Zement könntest du exportieren. Random Karten kannst du vergessen. Also ich empfehle dir zur Not, ich kann es jetzt nicht machen, CHE gleichzeitig zu drücken. Das ist Che Guevara, CHE, deswegen die ersten drei Anfangsbuchstaben. Dann bist du im Sheet-Modus hier im Menü. Und da kannst du den Karteneditor anschalten. Und in dem Karteneditor-Modus kannst du dir dann Ressourcen pinseln. Aufpassen, du wärst dann nicht mehr für Errungenschaften berechtigt. Wichtig zu wissen. Aber durchaus, wenn du eine Random-Karte machst. Ich habe hier eine Random-Karte, aber ich habe es ja nicht erforscht. Deswegen sehe ich die Ressourcen auch nicht. Ich weiß halt, wo die Ressourcen sind, weil ich sie mir gebaut habe selber auf der Karte. Ich habe die Karte im Editor einfach selber erzeugt. Und die Ressourcen dann von Hand gesetzt, weil der Karteneditor mit seinen Random-Karten einfach, der versprenkelt viel zu kleine Mengen an den einzelnen Ressourcen, als dass du sie wirklich nutzen könntest. Und deswegen ist es wichtig, irgendwie das selber zu machen oder vorgefertigte Karten zu nehmen. Würde ich empfehlen. Und wir haben gestern ausbaldowert
wenn du jetzt mal guckst, das ist ja nur die halbe Wahrheit. Wir gucken jetzt zum Beispiel mal auf Weltwirtschaft nochmal. Wo ist sie? Ist leider alles sehr klein hier, nicht? Aber okay, ihr versteht, was ich will. Wenn du zum Beispiel mal guckst und du hast gesagt, du hast gestern Bretter exportiert. Dann guckst du mal bei Bretter und dann siehst du... wo sind sie? Bio, Bretter. Bretter bringen dir, wenn du sie verkaufst, 12 ein. Das ist nicht die Menge. Wenn du jetzt noch rechnest, wo war dein Wald? War der Wald hier hinten? War der Wald hier? Oder war der Wald hier? Weil, du musst ja rechnen, die Fahrzeuge, die die Bretter transportieren, verbrauchen Treibstoff. Das heißt, du musst ja den Treibstoffpreis von 133 noch abziehen von dem Verkaufspreis vom Holz. Und da kommst du ganz schnell hin, dass Sachen, die um die 10, 11 bringen, bis dahin machst du keinen Gewinn. Das heißt, mit Brettern machst du einen Gewinn von 1 Dollar, 1 Rubel 80. Dann müssen die Arbeiter noch versorgt werden, dann brauchst du noch Strom, dann bist du schon bei 12 Dollar im Minus und du hältst dich bei plus minus 0. Das kann man natürlich machen als Zuverdienst, um bei plus minus 0 zu landen. Nicht? Das geht. Aber da machst du halt keine Sprünge mit. Ich habe immer am Anfang Kies, weil es Kies relativ schnell in großen Mengen zu produzieren ist, mit wenig Arbeitern. Wenn du eine ganz kleine Stadt baust, hier vorne, und da Kies ist, kannst du auch Kies exportieren mit 2, 3 Fahrzeugen. Das geht noch. Da musst du eine hohe Frequenzzeit haben. Oder du planst halt mit Zügen oder Schiffen das abzutransportieren. Dann kannst du auch nochmal ganz anders planen. Habe ich hier nämlich gemacht. Hier kommt vielleicht ein Hafen hin oder so und dann können die hier ihr Kies und von hier hinten kommen noch Schienen für andere Sachen. So ist der Plan. Ob das wirklich so wird, werden wir alles sehen. Genau, und wenn man dann guckt, das einzige Sinnvolle, und das mache ich gerade, ist 2 Fabriken, die leider noch nicht so gut laufen, von Stoff. Wir haben hier eine Stoff eingekauft und wollen jetzt dann die Kleidung exportieren und wir sehen, wir sind aktuell... Wenn wir die ausländischen Arbeitskräfte und die Fahrzeuge abziehen, gerade mal so 1000 im Minus. Letzten Monat. Diesen Monat 1200 noch. Aber es kann sein, weil gerade ein LKW noch zum Verkaufen fährt von Kleidung. Genau. Random-Karte Öl finde ich schwer, weil es auf der Karte nicht angezeigt wird wegen Forschung. Genau, da ist der Trick wirklich. Nimm dir zum Beispiel die Eisenmine oder auch die Ölpumpe und dann guckst du, guck, ah, da zum Beispiel. Und dann kannst du das auch ohne Forschung sehen. Ist natürlich ein bisschen, das sollten sie auch noch abstellen, hätte ich mir auch zur 1.0 eigentlich gewünscht. Aber, ja, nicht? Das funktioniert halt mit allen Ressourcen. Ist ein bisschen aufwendiger, gerade wenn die Ressourcen nicht so großflächig verteilt sind und du ungefähr weißt, wo die sind. Aber immer noch besser als gar nicht zu wissen, wo was ist. Oh, die Kohle ist sogar bis hier ran. Oh, da habe ich aber gut gebaut. Das heißt, wir könnten hier direkt schon Kohle machen, dann könnten wir Ziegel herstellen. Okay, brauchen wir aber mehr Einwohner. Okay, und die Straße, die Autobahn muss hier echt rumgehen als nächstes. Ja. Die muss eigentlich nochmal ein Stück weg und dann rumgehen. Aber passt soweit. Und die teuren Arbeiter, weil du die gekauft hast. Ja, das Problem habe ich auch noch. Also ich habe so eine Stadt jetzt schon gebaut, nicht? Und wir sind relativ weit. Und haben auch manchmal ein paar Arbeiter übrig, aber es sind viel zu wenig. Erst so ab 6000 Arbeitern kannst du eigentlich sagen, dass du stabil bist. Hier, guck mal, lang gerade mal 14 oder 6 drin. 7% Produktivität. Das ist natürlich nichts. Damit komme ich nicht weit. Aber es reicht, damit ich hier nicht stark ins Minus rutsche. So, und da wir jetzt hier... Habe ich jetzt das vergessen? Wir müssen das ja irgendwie anbinden. Und ich sehe, das... kriegt den Bogen halt hier nicht rum. Das heißt, das muss ein Stück nach links, die Straßenladestation, aber das ist kein Problem. Das machen wir. Oh, und wir brauchen eine Müllabfuhr als nächstes. Ganz wichtig. Da habt ihr mich schon wieder nicht dran erinnert.
So, das sollte aber reichen. Reicht nicht. Noch einen Millimeter weiter. Okay. Aber erst ab hier geht das Ding ran. Oh weh. Ah, jetzt geht's. Puh. Gerade so. Dann gibt es hier nämlich noch einen Lebensmittelmarkt, wo die LKW hinfahren können. Und vielleicht bauen wir einfach hier auf der Rückseite noch zwei Gebäude hin. Und dann machen wir hier so eine abschließende Straße vielleicht. Aber eigentlich will ich den Platz auch... Nee, das reicht noch. Das machen wir. Ah, die werden nicht an den Müllplatz angeschlossen. Der Müllplatz... Ach so, weil die Wege gerade gebaut werden. Reicht auch noch nicht. Okay, da müssen wir auch noch mal warten. Ja, wir haben... auch gestern geguckt. Wenn du mal rechnest, zum Beispiel bei den Crops, also bei den Pflanzen, die haben meistens eine 1:2-Verwertung. Das heißt... Für zwei Pflanzen kriegst du ein Tier, für ein Tier kriegst du aber nur 0,75 Fleisch. Das heißt, du kriegst für ein Korn kriegst du 0,33 Fleisch oder sowas. Und das ist keine gute Umwandlung dafür, dass du drei Stufen brauchst. Die Frage ist nur, wie viel Menge kannst du in Zeit machen, dass es sich vielleicht rentiert. Und 313 ist kein großer Gewinn. Und wenn man aber bei Kleidung guckt, da ist der Export bei 1700. Da hast du halt eine größere Gewinnmarge und mehr Spielraum. Und wenn es schwankt, ist es nicht so stark schlimm wie beim Holz. Wenn da 8 Dollar auf 6 Dollar fallen, dann machst du Minus beim Export. Also zumindest nicht hier in den Zahlen, aber wenn du es umrechnest mit Betriebskosten, dann würdest du halt Minus rauskriegen. Das ist natürlich bei einer Sache, die viel wert ist, nicht so. Was viele machen, was ich nicht mache, ist, entweder schieten die sich Uran oder wenn du keine Forschung hast, bauen sie die Uranmine einfach, dieses Uranumwandlungsding, kaufen Rohuran, machen das zu Brennstäben und exportieren das wieder. Dann bist du sofort Millionär. Aha, wo ist der Witz? Dann brauchst du nicht spielen. Toller Exploit. Oder sie holen sich Sondermüll und verbrennen den. Das habe ich mal gemacht, als es wirklich hart auf hart ging, dass ich wirklich, als ich schon Verbrennung hatte, dass ich Sondermüll mal importiert habe. Dann kriegst du nämlich 1122 rein, aber das Spiel merkt das und das sinkt ganz stark runter auf bis zu minus 500 nur. Und dann wird es gerade so bei plus minus 0, ob das Sinn macht. Ja, hier, der macht minus 1600 und den kannst du wieder aufbereiten und sowas. Ja. Aber viele Wege führen nach Rom und ich glaube, jeder kann seinen eigenen Weg finden. Und viele haben ja auch andere Spielweisen inkludiert. Und jeder hat so seinen eigenen Weg. Ich habe zum Beispiel dieses Mal, also die letzten Let's Plays hatten wir eine sehr dynamische, geschwungene Stadt, eine runde Stadt, die geplant wurde. Jetzt hatte ich eher... Ja, eigentlich ist es eher random gerade geworden. Eigentlich wollte ich gar nicht gerade werden, aber dann habe ich doch irgendwie gerade gebaut. Ich glaube, weil ich mit dem Gebäude angefangen habe. Nicht? Das hier habe ich zuerst gemacht und dann ist alles danach automatisch mit gerade geworden. Ja. Und wir müssen halt noch ein paar Bäume dann von Hand setzen. Da waren wir auch gerade dabei. Dass wir vielleicht die ein oder andere Palme noch hier hinkriegen. Kann ich jetzt... Ich darf immer noch nicht Palmen setzen. Also wenn man hier die Stelle gebaut hat, dann kann man eine Weile nichts setzen. Das ist echt blöd. Wir können ja immer erstmal an den Kantenpunkten Palmen setzen. Dann sieht das schon mal, glaube ich, wesentlich freundlicher aus in der Stadt.
und nicht ganz so trist. So. Und später dann noch dazwischen, dann hat man so einen richtigen Palmboulevard. Die Betonböden sind kein Mod. Die Betonböden kriegst du unter Bäume und Zubehör. Das sind die zum Beispiel Rollbahn oder Kiesflächen. Die kannst du einfach nehmen und zum Beispiel hier dann ziehen. Muss nur aufpassen, die scheinen zum Beispiel durch manche Sachen. Aber die kann man ganz gut anpassen. Und da gibt es auch Asphaltfläche. Zum Beispiel bei einer Tankstelle kann man eher Asphaltfläche vielleicht nehmen. Das macht vielleicht mehr Sinn. Und je nachdem, wie du die Kamera ausrichtest, am besten immer das UI hier unten als Lineal an der Straße ausrichten, ist immer mein Tipp. Dann machst du das eigentlich relativ gerade. Und du musst halt gucken, vielleicht das in zwei Ebenen zu machen. Hier erstmal nur von da nach da. Und dann von hier nach da. Und da sieht man es, da scheint es halt ein bisschen durch, weil dieser Feldweg halt transparent ist. Aber damit kann man nochmal so ein bisschen, ja, Frische reinbringen. Ich habe das hier als Rasenfläche gesucht, habe ich nicht gefunden. Wenn das jemand als Rasenfläche hat, gerne in die Kommentare schreiben. Oder irgendwie auf Twitch als Kommentar oder YouTube, wie auch immer. Würde mich freuen. Weil das wäre noch cool, wenn ich Rasenflächen anstatt Beton setzen könnte. Wo ist denn die andere Tankstelle? Die war hier hinten, ne? Dann machen wir das hier auch mal. Also, am eigenen Tipp halten, am UI ausrichten. Zack, gerade. Dann wird es auch gerade. Kleine Fläche. Ja. So. Große Fläche. Ja, machen wir den so. So. Oh, da hinten ist nicht schön geworden. Kann man auch jederzeit übrigens wegnehmen, in Einzeldingern. Also wenn einem irgendwas nicht passt. Okay, machen wir's. Okay, machen wir's. Hier ist die Straße spitzer, deswegen ist es schwieriger. So geht's vielleicht. Ah, passt schon. Später, wenn die Straßen Asphalt haben oder Kies, dann sieht das eh alles nochmal ein bisschen besser aus. Und apropos Kies, wir sollten mal die restlichen Sachen jetzt in Kies umwandeln. Die jetzt noch offen sind. Oh, hier sehe ich zum Beispiel, ist die Fläche übrig geblieben. Naja, gut. Wo haben wir noch Kieswege, die noch nicht gemacht wurden? Der hier nicht. Die hier sind. Ah, die haben noch so viel offen. Okay, vielleicht sollte ich nicht mehr Wege reingeben, als sie bewältigen können. Das wäre vielleicht auch sinnvoll. Gericht ist auch fertig. Sehr schön. Das heißt, wir behandeln auch die leichte Kriminalität. Die Polizei fängt sie, das Gericht behandelt sie. Das Problem ist, wir haben was nicht? Richtig, ein Gefängnis. Das heißt, das nächste wäre eigentlich ein Gefängnis. ...30 zu 90, das wäre dazwischen und das ist das Große. Das ist hier nämlich so ein kleines Gefängnis mit All-In. Das finde ich gar nicht so hässlich für einen Anfang. Die Fläche wäre lustigerweise noch frei. Wir könnten hier eine Bushaltestelle hinsetzen, weil die kriegen ja eh Arbeitskräfte. Und hier das Gefängnis mit dazusetzen. Die Fläche hier brauche ich für nichts weiter. Hier kommt nichts mehr hin. Ich finde das eigentlich eine klasse Idee. Also vielleicht später irgendwann mal, aber dann können wir auch immer noch das Gefängnis abreißen. Was mich stört, dass man so Sachen nicht 100% aneinander angleichen kann. Also ich glaube, die Straße hier ist einfach schief. Dann ist sie halt schief, nicht wahr? Und beim Gefängnis, da geben wir uns ein bisschen Mühe. Das packen wir auch so, dass es dann im Dschungel ist. Und
Auch hier unter Bäumen und Zäunen nehmen wir jetzt natürlich wieder die eine Einfahrt, die es gibt. Welche ist denn das? Warte mal, hier bei Zauntoren. Ich glaube, die hier. Nee, die hat Schienen. Die hier. Oder die da. Ich glaube, die hier ist es. Und das wird direkt aus Kies gebaut. Weil wir das nie wieder verbessern können sonst. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, um dieses Gelände mich eine Mauer zu ziehen. Und da gibt es einmal die hier, aber die ist nicht so hoch. Und es gibt die hier, die ist halt hoch. Passt halt ein bisschen besser. Und ansonsten gibt es noch die normalen Mauern, aber das sieht nicht nach einer Gefängnismauer halt aus die ganze Zeit. Da kommen die Leute auch so drüber oder so eine Holzmauer. Deswegen ist die hier eigentlich, finde ich, am optimalsten. Aber ist halt auch teuer. Deswegen würde ich das erstmal nicht bauen. Solange wir nicht selber Beton herstellen. Und uns fehlt dann hier die Haltestelle. Ich meine, der Bus fährt schon hier hin. Dann können wir also auch die Straße hier nochmal wegnehmen. Und das eh gerade machen. Und da brauchen wir ja nur die kleine, normale Bushaltestelle. Welche war die günstigste? Die hier. Dann nehmen wir die. Und an dem Gebäude ausrichten. So vielleicht. Das sieht gut aus. Und hier einen Weg bräuchten wir auch. Das heißt, da müssen wir auch noch ein Zauntor vorsehen. Hier, Zauntor für Besucher. Ich weiß halt nicht, wie die aussehen. Ich habe die noch nie gebaut. Machen wir es so. Make it so. Oh, das steht falsch rum. Upsi. So rum natürlich. Und die Ausrichtung. Ah, seht ihr, jetzt hat er automatisch sogar einen Zaun hinzugefügt. Das wollte ich ja gar nicht. Und Wege will ich aber. Und dann nehmen wir auch direkt die Kieswege. Plonks. So. Und dann können wir später da wunderbar Zäune drumherum machen. Muss man nicht machen. Ich finde aber immer, es sieht besser aus, wenn man es tut. Und dann kriegen wir da unser Gefängnis. Dann können wir hier die Arbeitskräfte einfach vorhin preschen lassen. Anstatt nur die 30% machen wir 50%. Und dann können die sich hier immer aufteilen. Bedeutet aber, wir brauchen hier mehr Arbeitskräfte. Und die kriegen wir, sobald wir hier die Nahrung haben. Dann bauen wir hier die Wohngebäude. Und hier das Reichenviertel dann. Da planen wir so ein paar Villen. Schönen Palmen. Genau. Ja, guck mal, wenn die Palmen gewachsen sind langsam, dann sieht das doch auch. Ist ja krumm und schief. Aber ist es wie in echt. Doch ganz gut aus. Man könnte jetzt natürlich mit Deko-Objekten arbeiten, wenn man so lustig wäre. Ne, habe ich vorhin schon gesagt. Wir haben hier zum Beispiel so Sachen wie, man könnte hier so Kaffeesachen hinsetzen, dass man zum Beispiel sagt, hey, hier ist ein kleines Café drin. So. So. Wir bauen jetzt das einmal, nicht? Dann so. Kriegen wir noch Schirmständchen dahin. Was haben wir da? Eine Hecke. Können wir noch manuell setzen. So, was gibt's noch? Eine Markise, die kann hier ans Gebäude theoretisch, aber es würde hier nicht passen. Man kann die Höhe leider nicht davon ändern. So fein, ich weiß, obwohl mit Q und E. Ne, geht nicht. Was haben wir noch? Einen kleinen Tisch oder sowas können wir hier an die
Kante stellen. Das könnte für den Kassierer sein. Lichter. Aber soweit ich weiß, kommen die da gar nicht ran, glaube ich, inzwischen. Es geht nur im nicht realistischen Modus. Die hier könnte man dann da hinsetzen. Und dann hätte man da zum Beispiel ein schönes Café. Aber leider im realistischen Modus, und da sollten sie noch eine Lösung für finden, kann man nichts ransetzen. Tja. Na gut, ihr wisst, was wir geplant haben. Erstmal das Geschäft in Betrieb nehmen, dann das Gefängnis in Betrieb nehmen, dann mehr Arbeiter, damit hier mehr rauskommt, und dann rutschen wir hoffentlich in die positiven Zahlen und können die ausländischen Arbeitskräfte auch noch ausmerzen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.